So Freunde, und willkommen Let's Play Minecraft am Start. Und bevor wir jetzt aber richtig anfangen, Freunde, erstmal drei wichtige Punkte für diejenigen, die jetzt erhoffen, jeden Tag kommt Minecraft. So, erster Punkt, es kommt nicht jeden Tag eine neue Folge Minecraft. Na, jetzt sage ich euch schon mal so, wie es ist, weil ich einfach nicht die Zeit dazu habe, jeden Tag eine neue Folge oder so viele Folgen an einem Tag aufzunehmen. Es kann mal passieren, dass mal zwei, drei Tage nichts kommt. Es kann mal passieren, dass mal eine Woche nichts kommt, ne? Also nicht direkt ausrasten in die Kommentare, ne? Wo bleibt die nächste Folge? Das ist genauso wie mit Donkey Kong und mit Pokémon und so weiter, ne? Also da gebt mir ein bisschen Zeit, ne, Freunde. Die zweite Sache ist, ich spiele das ja aus Spaß und nehmt das nicht so für ernst, ne? Also wenn ich hier so rumlaufe und weiß gerade nicht, was ich mache, ne? Nehmt das nicht für ernst, weil ich sage euch so, wie das ist. Ich bin eine absolute Minecraft-Noob, ne? Also einige von euch wissen das ja schon von den anderen Folgen. Ja, und dritte ist, warum ich jetzt wieder Minecraft spiele, ist daran, weil die Nachfrage sehr groß war. Und die Nachfrage war wirklich sehr groß. Ich habe so viele persönliche Nachrichten hier auf Facebook, auf YouTube und so bekommen, wann ich endlich wieder Minecraft spiele. Und dann habe ich zu mir gesagt, okay, komm, ne, dann machst du Minecraft, ne. Aber es müssen die Sachen klargestellt werden. Also es kommt nicht jeden Tag Minecraft, Freunde. Es kommt, fängt wieder an jetzt, aber wie gesagt, nicht jeden Tag. Na, also freut euch immer, wenn eine neue Folge kommt. Und wie gesagt, nehmt die ganze Sache hier nicht so ernst. So, jetzt seht ihr es hier, eine neue Welt. Warum? Weil ich mich in einer anderen Welt verlaufen habe. Ja, da ging gar nichts mehr. Naja, also ich habe mich so brutal verlaufen, ich habe nicht mehr zurückgefunden. Ja, bin ja kurzzeitig mal wieder gestorben, da bin ich in eine Lava gefallen. War alles vorbei gewesen. So, dann die Grafik. Jetzt seht ihr neues Ressourcenpaket. Denn, Freunde, neues Ressourcenpaket. Guckt euch an. Pokebox, ja. Viele haben zu mir gesagt, ich soll die Pokebox spielen. Das werde ich damit, oder mache ich jetzt ja auch. Und ja, ne, also viele haben sich das dann gewünscht mit Pokémon. Deswegen gibt es jetzt die Pokebox. Ne? Ich weiß zwar nicht, was da jetzt so brutals anderes ist, dann außer ein bisschen so die Grafik. Aber das wird sich dann bestimmt in den laufenden Folgen rausstellen. So, Freunde, dann würde ich sagen, starten wir mal. Es ist ja auch so, dass ich immer ein paar Folgen vorher aufnehme. Jetzt zum Beispiel, dann habe ich ein bisschen Zeit, jetzt nehme ich so zwei, drei Folgen hintereinander auf. Deswegen, wenn ihr mir jetzt Tipps gebt für die nächste Folge, dann kann ich die erst vielleicht in der vierten oder fünften Folge machen. Also damit ihr das wisst, ja, das wollte ich einfach nur mal so gesagt haben. So, ja, ne, dann würde ich sagen, fangen wir mal an, Freunde. So, erstmal ein paar Bäume hier abholzen, ne, weil wir müssen eine Werkbank bauen. Wir müssen ja von null anfangen, ne. Ist ja immer so, Anfang ist ja immer dasselbe, ne. Von null anfangen, eine Stelle suchen, Häuschen bauen, Bett bauen und, ach, mal gucken, ne. Also ich glaube, ich habe jetzt sogar auf friedlich erstmal gestellt. Ist doch erstmal das Beste, würde ich sagen, ja, ist auch das Beste. Erstmal auf friedlich zu stellen. Weil, ja, musste ich erstmal nach vorne bauen, ne, das ist ja einfach so. So, dann, wenn ihr Mausklicken hört oder Tastatur, Freunde, ich habe hier eine popelige 10-Euro-Maus und eine Call of Duty Gaming-Tastatur, die war mal bei Mediamarkt für 19 Euro im Angebot. Also, ich habe hier PC-Equipment von 30 Euro, ne, also, ich habe hier keine 100-Euro-Maus, wo man nichts hört oder keine Tastatur, wisst ihr, was ich meine? Deswegen, damit muss man leben. Ne? Also damit müsst ihr leben, Freunde. Das hört ihr dann so und dann ist das so. So. Das wollte ich gesagt haben. Ja, grafikmäßig so kann sein, dass ich da vielleicht noch einige Sachen ändern muss. Da. Aber wie gesagt, Freunde, ich habe keine Ahnung davon. Also ich spiele jetzt hier, was ich sehe, das sehe ich. Und was ich nicht sehe, das sehe ich halt nicht. Ne? Ich habe jetzt auch nicht hier nicht keinen 3000 Euro PC stehen, wo eine Grafikkarte von, was weiß ich, was da gibt. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin ja Konsolenspieler. Ne? Sag ich mal so, wie es ist. So, ja, jetzt fragen bestimmt noch einige wieder, wann kann man mit dir zusammen Minecraft spielen? Das ist so eine private Welt und die ist nicht online. Ich habe mir da keinen Server oder was gemietet. Deswegen, also da spiele ich für mich selber. Und wie gesagt, so viel Zeit habe ich auch nicht, da ich jeden Tag hier vorm PC oder vor der Konsole sitze und die ganzen Sachen aufnehmen kann. So, das sollte damit jetzt erstmal geregelt sein. So, jetzt haben wir 17 und 13, haben wir schon mal 30 Baumstämme. Hier holzen wir auch nochmal ab. Erstmal ein paar Holzäxte bauen, eine Schaufel, eine Stein, hier eine Holzspitzhacke. Muss ja alles neu gebaut werden, ist ja klar. So, ich hoffe, dass man mich gut hört und ich hoffe, dass das hier nicht so
überschallt, sag ich mal hier, das Ganze abgeholzt. Also guck mal, dahin ist zum Beispiel Schafe. Da könnte ich ja schon mal hingehen. Da könnte ich mir rein theoretisch ja auch schon mal ein bisschen Wolle nehmen für Dinge. Sag mal schnell, für ein Bett. Ach so, ha, seht ihr, damit geht schon los. Seht ihr, zack. Da haben wir ja schon wieder einiges Müll gebaut. So, zack. Zack, zack. So, jetzt brauchen wir eine Werkbank. Die wird so gebaut, ne? Genau, so, dann haben wir hier die Werkbank. Die baue ich jetzt mal dahin, weil ich jetzt baue ich mir erstmal ein paar Sachen. Ist ja ganz klar, Freunde. So, zack, ein paar Stöcker. So. Und dann muss... Wie war das nochmal? Wie war das nochmal? Wie war das nochmal? So. So, so. So, so. Aha, okay. So, das sind schon mal die Holz-Mopeds. Eine. So, hier, das ist jetzt eine Holzhacke, okay. Wir brauchen aber eine Holzspitzhacke. Und ich wollte ein Schwert. Stellt sich die Frage. So geht's, alles klar. Aber ganz verlernt habe ich das jetzt noch nicht. Aber wie gesagt, Freunde, ich bin Noob. Ich bin ein absoluter Noob. Deswegen. So, und ich muss auch sagen, Freunde, ich muss auch Bock drauf haben. Ne? Also ich muss da wirklich Bock auf Minecraft haben, das hier zu zocken. Weil wenn ich keinen Bock habe, na dann wird das auch nichts. Das ist nicht so wie bei Skylanders, wisst ihr, was ich meine? Das Skylanders, da mach ich an, ne? Und da hab ich Bock. Ne, wisst ihr, was ich meine? Da kann ich sofort Gas geben, loslegen. Weiß ich sofort, was los ist und hier und da, aber hier so bei Minecraft, ne, da muss ich Lust haben. Ne, das müsst ihr verstehen, Freunde. Das müsst ihr verstehen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man ein Bett baut. Ein Bett. Ha! Guckt ihr euch an. Ah, doof bin ich nicht, ne? Ah, guck mal, guck mal, guck mal! Nein! Ein Pokémon-Bett, ist das geil? Guck mal, ha, ist das geil mit Pokémon-Decke. Richtig gut. So, Werkbank mitnehmen. So. Was wollen wir denn überhaupt bauen? Ich weiß es noch gar nicht, Freunde. Ich weiß es noch gar nicht. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal wirklich Rohstoffe ein bisschen sammeln und dann schauen wir mal gleich weiter. Vielleicht baue ich auch was auf Wasser, ne? Vielleicht Bock auf Wasser zu bauen, wer weiß, Freunde. Wer weiß. Ich lasse mir das spontan durch den Kopf gehen. Zack, 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 geh los, gib mal Gas hier. Aha. Zack, zack. Aber was für ein Holz nehme ich denn dann? Soll ich mir auf Wasser so eine Villa bauen so? Eine Villa, ich weiß nicht, ne? Eine Villa? Vielleicht sollte ich da tun, eine Villa bauen. Auf Wasser. Richtig schöne Villa. Eine Poke-Villa. Aber das ist auch immer verschiedenes Holz hier. Ich brauche mal dasselbe Holz. Und erstmal muss ich auch eine schöne Wasserstelle finden, ne? Das kommt ja auch noch dazu. So, zack, zack, gib mal Gas hier. Moin, Schafe. So, was haben wir denn hier Schönes? Was haben wir denn hier Schönes? Boah, hier könnten wir noch was bauen, nicht? Hier so da vorne. Das ist doch geil, oder? Ich glaube, da machen wir, Freunde. Ich glaube, das machen wir. Ja.
Da vorne werden wir was Schönes hinbauen. Eine schöne Hütte. Mit Glas. Und Wasser ist ja da sowieso. Da werden wir machen. Das machen wir, Freunde. So sieht das aus. So. Jetzt gucken wir erstmal da vorne, was da vorne Schönes ist. Was für Bäume sind. Vielleicht sind die Bäume ja... Oh, das Holz ist schön. Oh, das Holz ist sehr schön. Das Holz ist cool. Was haben wir denn hier für Holz? Das ist Akazienholz. Okay, wie sieht das denn aus? Oh, das Holz ist schön, Freunde. Oh, das Holz ist schön. Oh, das nehmen wir. Ja, das nehmen wir. Das Holz benutzen wir. Ja, so machen wir das. Und dann müssen wir auch neue davon wieder pflanzen, ne, damit wir genug davon haben. Ne? Hey, Kuh. Warum siehst du eigentlich nicht aus wie ein Pokémon? So, Essen brauche ich ja momentan sowieso noch nicht. Guck mal, seht ihr, viele Bäume sind hier davon nicht da, ne? Dieses Akazienholz. So, aber ist ja auch so, dass wir... Ist ja auch ein Trick, den man, glaube ich, drücken kann, ne? Damit hier alles auf einmal kommt. Wir müssen ja auch erstmal eine Brücke darüber bauen, ne? So, da vorne will ich hin. Ja, da vorne will ich ihn. Schön mitten aufs Meer will ich raus. So. Zack. Zack, 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 zack. Ah, zu weit. Erstmal da am Weg hin, ne? Würde ich sagen. Ich würde sagen, so hier so auf der kleinen Insel, die machen wir dann komplett weg. Und dann bauen wir hier so was Schönes hin. Würde ich sagen, ne? Ich glaube, da kriegen wir hin. Ja, da kriegen wir hin. So, erstmal so gemacht, damit man da gleich nicht wieder die ganze Zeit, sag mal schnell, ja, schwimmen muss, ne, ist ja schwachsinnig, ne. Ich würde sagen, das ist richtig schwachsinnig. Ja, Freunde, ich würde sagen, belassen wir das für die erste Folge, ne, und ja, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr froh seid, wieder Minecraft gibt, ne, dann gebt doch einen Daumen nach oben. Hab Verständnis dafür, für das, was ich am Anfang gesagt habe. Und dann würde ich sagen, Freunde, freut euch auf die nächste Folge, wenn die dann kommt. Und in dem Sinne bin ich raus. Danke fürs Einschauen, Zuhören, alles andere auch. Folgt mir auf Twitter, Instagram, liked meine Facebook-Seite, Google+, whitey-fanpage.de. Alles, was das ist, Freunde, in der Beschreibung. Alles, was ist in der Beschreibung. Haut da rein, bis nächste Mal.